Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Also wirklich, Herr Krüger, wo ist er denn? Hier vorne, ja, genau. Wenn Sie hier so tun, als ob Sie angesichts des Unwetters am 5.12. und der Unwetterwarnungen, wo wir den Ausflug gemacht haben zu den Tierhaltungsanlagen, wenn Sie da so tun, als ob das ein Tag wie jeder andere gewesen wäre, dann muss ich mich doch sehr wundern. Das ist ein Tag, für den gerade für Rostock für die Mittagszeit das Maximum des Sturmtiefs Xave angekündigt war. Es sind etliche Veranstaltungen, unter anderem Städte- und Gemeindetag, ausgefallen. Minister haben davor gewarnt, das Haus zu verlassen. Gerade für Rostock war das Maximum für die Mittagszeit angekündigt. Wenn Sie das hier einfach kalt lässt. Meine Mitarbeiterin bekam einen Anruf, ihre Tochter müsse aus dem Hort abgeholt werden. Angesichts des Sturms soll das Kind nicht allein nach Hause gehen. Wir haben die Verantwortung übernommen für unser Handeln und haben die Exkursion zur Mittagszeit abgebrochen. Ich bin zu meinem Wahlkreisbüro gefahren, zur Mittelmole nach Warnemünde, einen Bereich, der nicht sturmflutgeschützt ist, der sich in dem Bereich befindet, wo eben Sturmflutschutz nicht stattfindet, und haben das erstmal alles sichergestellt, damit da keine Überflutungsschäden eintreten. Ich finde das ein verantwortungsvolles Handeln. Das sind öffentliche Mittel, die ich dort schütze, und das geht an alle Steuerzahler an. Und wenn Sie auf diesem Niveau hier diskutieren, dann habe ich wirklich das Gefühl, Sie stehen inhaltlich mit dem Rücken zur Wand, wenn Sie auf solch ein Niveau herunterfallen. Ich habe das kommuniziert zu Herrn Tack, und ich konnte das nicht allen kommunizieren, weil wir mittlerweile sehr gestreckt waren an verschiedenen Orten. Ich konnte den ganzen Pulk der Menschen auch nicht mehr wiederfinden. Mit Ihnen persönlich habe ich das nicht kommuniziert, aber bei Herrn Tack habe ich mich mit dieser Begründung abgemeldet. So. Und ich halte den Schutz von steuermittelbezahlten Werten wirklich eine angemessene Reaktion auf diese Wetterlage. Und ich finde es unterirdisch, absolut unterirdisch, dass Sie das hier in die Öffentlichkeit zerren und dass Sie so tun, als ob ich nicht an Tierhaltungsanlagen interessiert sei. Wir selber haben die Schafscheune Fietschow vorgeschlagen, und wir kennen die Schafscheune Fietschow. Und ich finde es gut, dass sich der Ausschuss damit auseinandersetzt. Und es ist wirklich skandalös, was Sie hier betreiben. Kommen wir zu dem anderen Punkt mit den Ausschusssitzungen. Ja, es ist richtig. Unsere Fraktion hat am 26.10., der Tag der Einbringung in den Ausschuss, hat unsere Fraktion keine Änderungsanträge eingebracht. Das ist richtig. Das war die Einbringung und abschließende, richtig, Frau Schlupp, und abschließende Beratung der Änderungsanträge zum Haushalt. Das ist korrekt. Das ist vom Verhalten her nicht korrekt. Da stimme ich Ihnen zu. Das ist ein Fehler unsererseits. Das ist richtig. Herr Jäger hat uns im Ausschuss dort vertreten und hat das begründet mit dem Bürofehler, der bei uns durch interne Kommunikationsprobleme, auch mit der Herbstferienwoche, die davor geschaltet war, zusammenhing. Und wir haben die formal korrekt im Finanzausschuss eingebracht, diese Änderungsanträge. Über die Inhalte unserer Änderungsanträge konnten Sie in keiner Weise überrascht sein, denn auf der Sondersitzung am 19.09. und am 26.09. auf der regulären Agrarausschusssitzung haben wir dieses ganze Themenspektrum bereits durchgekaut, von Verbraucherschutz über Redefin bis hin zum Gewässerrandstreifen und auch die Jagdthematik, die wir heute schon gestreift haben. Das ist inhaltlich durchdiskutiert worden im Fachausschuss. Wir haben uns formal korrekt im Finanzausschuss eingereicht. Wir haben, das sage ich bereits, wir haben den Fehler gemacht, es am 26.10. nicht in die Fachdebatte zu tragen. Das ist ein Fehler, der durchaus bei uns anzusortieren ist. Aber wir haben uns durchaus konstruktiv mit den Änderungsvorschlägen auch der Koalition auseinandergesetzt und haben einigen der Anträgen dann im Finanzausschuss durchaus auch zugestimmt. Diese konstruktive Haltung vermisse ich im Agrarausschuss. Dort werden unsere Vorschläge aus formalen Gründen kritisiert, so wie Frau Schlupp beispielsweise das kritisiert hat. Ach, den Antrag, den haben Sie ja schon letztes Jahr eingebracht. Was soll das denn jetzt? Das haben wir doch letztes Jahr schon abgelehnt. Ja, aber ich bitte Sie, einmal, korrekt, bei der Eiweißdebatte sind wir einmal konstruktiv miteinander ins Geschäft gekommen. Unsere Fraktion hat zum Einzelplan 08 etliche Änderungsanträge gestellt, die nun im Finanzausschuss abgelehnt wurden. Uns geht es im Wesentlichen um die Frage, ausreichend Haushaltsmittel für die umfangreichen Aufgaben im ehrenamtlichen und behördlichen Naturschutz zu sichern. Angesichts der zahlreichen Pflichten, die auch unser Bundesland bei der Umsetzung der europäischen Richtlinien im Umweltbereich hat, ist es aus unserer Sicht völlig unverständlich, dass Sie, sehr geehrte Damen und Herren der CDU, die ohnehin schon sehr knappen Mittel im Bereich des Naturschutzes zusammenstreichen.
Vor allem die Kooperation mit dem Ehrenamt, das den Großteil jener Naturschutzdaten erbringt, die durch das Land genutzt werden, um die Berichtspflichten gegenüber der EU zu erfüllen, sind deutlich zu knapp. Doch was machen Sie? Sie transferieren dringend notwendige Mittel für die Erfassung von wichtigen Umweltdaten in den Fördertopf für eventuelle Wolfsschäden, deren zukünftiger Umfang völlig spekulativ ist. Unser Bundesland hat bisher ein im bundesweiten Vergleich durchaus vorzeigbares Wolfsmanagement auf die Beine gestellt, mit dem den Landwirten Unterstützung zuteil wird. Auch dadurch haben sich die Schäden, die der streng geschützte Wolf angerichtet hat, in Grenzen gehalten. Wo Prävention stattfindet, brauche ich keinen Ausgleich zahlen. Diesen Weg gilt es in Zukunft fortzusetzen und nicht hier eine Schadenskulisse aufzubauen, die es durch den Wolf so einfach nicht gibt. Wir alle können davon ausgehen, dass die jährliche Schadenshöhe von maximal 10.000 Euro, die ja zur Verfügung steht, dass das auch weiterhin reicht. Wie gesagt, wo Prävention wirkt, ist ein Schadensausgleich nicht mehr nötig. Nun wird angestrebt, die Wolf-Schadenskasse so auf Pi mal Daumen 70.000 Euro aufzustocken. Wenn man nun aber im Hintergrund weiß, dass nicht ausgegebene Mittel dieser Kasse für eine Aufstockung anderweitiger Entschädigungszahlungen im landwirtschaftlichen Bereich verwendet werden dürfen, dann sehen wir, wohin der Hase läuft. Das Tor für zusätzliche, doch ziemlich versteckte Subventionierung der Landwirtschaft und das aus der Kasse für den Naturschutz und Naturschutzmonitoring mit dem Umweg über die Wolf-Schadenskasse. Ich habe das mal umgangssprachlich für das Protokoll vereinfacht genannt, damit in der Öffentlichkeit klar ist, worum es hier geht. Es gibt keine Wolfsschadenskasse, das ist korrekt, die hat einen anderen Namen, aber um es einfach mal griffig darzustellen. Auch haben wir gefordert, daraus wird entschädigt, wenn ein Schäfer seine Schafe verliert. Gut, dann hören wir dazu gleich noch mehr. Auch haben wir gefordert, die Mittel für die Sicherung von Gewässerschutzstreifen, wir haben es schon gehört, aufzustocken. Angesichts der von uns geforderten 200.000 Euro Aufstockung und angesichts der Tatsache, dass das Land mit der Novelle des Landeswassergesetzes in diese Richtung ja schon denkt, ist es dann aber wieder völlig unverständlich, warum hier höhere Ansätze, die ja notwendig werden, durch Sie, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Koalition, abgelehnt werden. Besonders wichtig ist uns der Umgang mit dem Sondervermögen, das das Land im Zuge des Landwirtschaftssondervermögensgesetzes aufgebaut hat. Dieses Gesetz, das 1993 verabschiedet wurde, hat ursprünglich mal das Ziel gehabt, eine Wiedereinrichtung bäuerlicher Betriebe und generell eine umweltverträglichere Landwirtschaft zu fördern. In all den Jahren wurde es aber durch mehrfache Änderungen derart modifiziert, dass es inzwischen zum Selbstbedienungsladen für allerlei Zwecke geworden ist, die die jeweils Regierenden für vordringlich erachten. Manche Dinge finden wir auch sinnvoll, so zum Beispiel die Flexibilisierung im Umgang mit den EU-Fördermitteln, die bis zur Auszahlung aus Brüssel aus dem Sondervermögen an die Empfänger überall im Land vorausgereicht werden können. Anderes aber ist wiederum völlig überflüssig in unseren Augen und so nicht hinnehmbar, nämlich die Verwendung von Mitteln für ein Prestigeobjekt des Landwirtschaftsministers, für das Landesgestüt Redefin. Besonders verwerflich ist dabei, dass diese, ich kann es dennoch so nennen, besonders verwerflich ist dabei, dass diese Mittel, immerhin bis zu 6 Millionen Euro, die für Baumaßnahmen verwendet werden sollen, nicht wieder in das Sondervermögen zurückfließen sollen. Ein solches Vorgehen lehnen wir ab. Das Landwirtschaftssondervermögen soll in erster Linie für eine umweltgerechte Landwirtschaft ausgegeben werden. Und da wäre es beispielsweise eine sinnvolle Verwendung in besonderen Härtefällen, wie wir sie mit den großen Niederschlagsereignissen im Jahr 2011 hatten, Schäden im Grünland von umweltgerecht wirtschaftenden Milchviehbetrieben auszugleichen. Das wäre eine gute Maßnahme. Das Sondervermögen Landwirtschaft ist für die umweltgerechte Landwirtschaft, wie gesagt, und nicht für Baumaßnahmen an einem wirtschaftlich defizitären Landesgestüt gedacht, meine Damen und Herren. Insofern tragen Sie, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Regierungskoalition, die Verantwortung für einen wachsenden Unmut der Landwirte, die sich in Notsituationen im Stich gelassen fühlen, weil es offenbar Wichtigeres gibt, als die Betriebe in diesen Belastungssituationen zu unterstützen. Das, meine Damen und Herren, sind einige zentrale Aspekte unserer Änderungsanträge zum Einzelplan 08. Da keiner unserer Alternativkonzepte in den Beratungen in den Ausschüssen auf die Zustimmung von Seiten der Koalition gestoßen sind, werden wir dem Änderungsplan 08 Ziffer 1 voraussichtlich
ablehnen, das ist absehbar. Da wir auch heute davon ausgehen, dass hier keine unserer Änderungsanträge Zustimmung finden wird. Die Unterrichtung allerdings zur Aufteilung der ELA-Mittel, die im Einzelplan 08 Ziffer römisch 2 gefordert wird, die halten wir genauso wie Sie für notwendig und sinnvoll und hier stimmen wir zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.